Hallo, heute gibt es meinen Lesemonat November. Das erste Buch, das ich beendet hatte, war Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod von Gerhard Jäger. Es geht hier um einen alten Mann. Er reist nach Tirol, um eine alte Geschichte zu recherchieren. Dafür liest er die Aufzeichnungen eines Mannes namens Max Schreiber. Max Schreiber reiste 1950 aus Wien in ein kleines Dorf in den Bergen, um seinerseits Recherchen zu betreiben, und zwar über ein Verbrechen im 19. Jahrhundert. Im Dorf wird Max Schreiber allerdings nicht warm empfangen. Die Dorfbewohner sind sehr misstrauisch und noch distanzierter, als sie den Grund für seinen Aufenthalt erfahren. Er möchte ein Buch über dieses Verbrechen schreiben, aber das passt ihnen nicht. Er kommt also kaum an Informationen und fühlt sich mit der Zeit auch immer abgekapselter. Erst als Schreiber der stummen Maria begegnet, hofft er, eine Freundschaft schließen zu können oder vielleicht auch noch mehr. Aber auch das passt einigen nicht. Und dann ereignet sich in diesem Dorf ein Unglück und dann das nächste und das nächste. Und bei manchen weiß man einfach nicht so ganz genau, was wirklich dahinter steckt. Am Anfang habe ich dieses Buch sehr gerne gelesen. Ich fand es beispielsweise auch sehr interessant, einige Parallelen zwischen der Gegenwart und Max Schreibers Geschichte in den 50ern zu entdecken. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Doch dann, etwa schätzungsweise ab der Mitte, ließ es immer mehr nach für mich. Es wurde mir zu langatmig mit auch zu vielen Wiederholungen, sodass ich mich dann irgendwann auch anfing zu fragen, worauf diese Geschichte eigentlich noch hinaus will. Bei einem so langsamen Tempo hätte ich persönlich mir zumindest gewünscht, dass die Charaktere besser entfaltet und ausgearbeitet werden. Ich konnte das für mich selbst jetzt aber in diesem Fall auch leider nicht entdecken. Was wirklich sehr, sehr schade ist, denn die Idee ist eigentlich richtig gut und das Ende gefiel mir auch ausgesprochen gut. Die Umsetzung und der Stil waren aber leider einfach nur nicht nach meinem persönlichen Geschmack, und das unterm Strich ist wirklich sehr, sehr bedauerlich. Ich möchte, wie eigentlich nie, irgendjemandem von diesem Buch abraten. Die Art, wie es geschrieben wurde, entsprach einfach nur nicht dem, was ich genieße in einem Buch. Das ist wirklich das Einzige. Und das ist sehr, sehr schade. Das nächste Buch war Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny. Das ist keine Biografie, sondern ein Roman über John Franklin. John Franklin war Seefahrer und Polarforscher Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese Geschichte beginnt mit seiner Kindheit. John Franklin ist hier bei allem, was er tut, extrem langsam. Und so braucht er beispielsweise auch immer einige Zeit, bis er überhaupt reden kann. Dafür aber hat er die Fähigkeit, Dinge anders zu erfassen und auch in einen größeren Kontext zu stellen. Und außerdem hat er ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Diese Vorteile sehen die Menschen um ihn herum allerdings nicht. Sie sehen nur seine Langsamkeit. In seiner Heimat trägt er also den Stempel eines unfähigen Taugenichts, und deswegen möchte Franklin so bald wie möglich dort weg und er entscheidet sich für die See. Er findet dann auch tatsächlich Methoden und arbeitet an sich, sodass er es in die Marine schafft. In der Marine erlebt und überlebt er Kriege, doch eigentlich wünscht er sich friedliche Seereisen, insbesondere die Entdeckung der Nordwestpassage. Und er erfüllt sich seinen Traum. Er wird Seefahrer und erforscht den Weg zum Nordpol, wie man sich denken kann, nicht ohne große und sogar auch lebensbedrohliche Schwierigkeiten. Und das ist auch nicht das einzige Ziel, das Franklin sich in seinem Leben setzt, sowohl beruflich als auch privat. Es war ein unglaublich abenteuerliches Leben und ich fand es sehr beeindruckend, was John Franklin alles erlebt und gemacht hat. Ich muss gestehen, dass ich erst einmal recherchieren musste, ob John Franklin wirklich so langsam war, wie es hier dargestellt wird. Konnte nichts darüber finden. Es ist scheinbar also die künstlerische Freiheit, die Stan Nadolny sich hier genommen hat. Das tut dem Roman aber keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Wie am Anfang schon gesagt, sehen viele seiner Mitmenschen in Franklins Langsamkeit ein Unvermögen und große Nachteile. Doch gerade, dass Franklin sich so eingehend mit allem befasst und alles so genau betrachtet, im Kleinen wie auch im Großen,
bringt letztlich sehr viele wichtige Vorteile. Im Grunde ist es also neben einer super interessanten und sehr guten biografischen Erzählung auch ein Plädoyer für das Innehalten, Entschleunigung, Achtsamkeit, obwohl es jetzt sehr nach einem sehr langen Trend klingt, gefiel mir unglaublich gut nach dem Beenden schon. Aber je länger das Buch dann noch nachwirkte, umso besser hat es mir auch gefallen. Es ging weiter mit 100 Augen von Samantha Schweblin. Es geht hier um ein neues Produkt, das weltweit ein Mega-Seller ist. Das Ding heißt Kentucky und ist eine Art kleiner Plüschtier-Roboter. Er hat Rollen, damit er sich bewegen kann, und eingebaute Mikros und Kameras. Für die Benutzung braucht es zwei Menschen, die man sich aber nicht aussuchen kann. Es läuft ausschließlich über das Zufallsprinzip. Und zwar einen, der diesen Kentucky kauft und bei sich zu Hause hat, und einen anderen Menschen, der sich den Zugang kauft und über das Internet diesen Kentucky steuert und entsprechend natürlich auch auf dem Bildschirm alles mitverfolgen kann. Er selbst kann aber nicht mit dem Besitzer kommunizieren. Es geht hier um mehrere Geschichten, also ganz verschiedene Menschen in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt und wie sie mit ihrem Kentucky leben und umgehen. Also mit dem Freigeben bzw. Eindringen in die Privatsphäre. Das mag vielleicht erst einmal so klingen, als wäre der Besitzer, der den Kentucky bei sich zu Hause hat, in einer schwächeren oder verwundbareren Position, also eher in der Opferrolle, und der Nutzer am Bildschirm eher in einer Machtposition. Es steht erst einmal völlig offen, wer in welche Position rutscht, aber meistens bleibt ein solches Machtverhältnis doch ab einem gewissen Zeitpunkt zumindest nicht mehr wirklich aus. An sich ein eher unheimlicher Gedanke. Die Geschichten mancher sind aber beängstigender als die von anderen. Interessant sind einfach die Gründe und die Absichten, mit denen die Kentuckys genutzt werden. Und die sind nicht immer schlecht. Es steckt noch so viel mehr in diesem Buch, was ich gar nicht alles aufzählen kann und will. Das sollte man am besten selbst lesen. Ein sehr facettenreiches und manchmal auf seine besondere Art auch etwas unheimliches Buch darüber, wie man Technologie nutzt und warum. Und es gab in diesem Buch einige Wow-Momente für mich. Ich war total involviert in fast allen Geschichten, die hier geschildert werden. Ein wirklich super interessantes Buch, ein Buch, das sehr nachdenklich macht und gleichzeitig eben auch so spannend und packend ist. Ich fand es wirklich richtig, richtig gut. Das nächste Buch hatte ich während meines ersten Vlogs gelesen und habe festgestellt, dass ich nicht allzu viel anderes oder Neues über dieses Buch zu sagen habe. Deswegen fasse ich mich an dieser Stelle recht kurz, verlinke euch aber das andere Video wie immer selbstverständlich unten in der Infobox. Und zwar geht es um Herr Kato spielt Familie von Milena Mischiko-Flascher. Herr Kato ist frisch in Rente und bekommt durch eine zufällige Begegnung einen Job angeboten, den er dann auch annimmt. Für eine Agentur schlüpft er für jeweils einen Tag in die Rolle eines Familienmitglieds, je nachdem, was der Auftraggeber sich wünscht. Als Opa, als Ehemann und so weiter. Seiner Frau erzählt Herr Kato allerdings nichts von seiner neuen Arbeit und seine Frau ist ohnehin mit Tanzen und ja, anderen Dingen beschäftigt. Nicht nur in Herr Katos eigener Familie, sondern, wie er dann durch seinen neuen Job feststellt, auch in anderen Familien wird einiges nicht kommuniziert. Es ist ein wirklich wunderschönes und auch sehr warmherziges Buch über alles Zwischenmenschliche. Nicht nur in Familien, sondern auch in Freundschaften, Bekanntschaften, im Kollegenkreis und so weiter. Wie auch in all diesen Beziehungen selbst lässt die Autorin in dieser Geschichte manches ebenfalls unausgesprochen, was dann eben zwischen den Zeilen steckt. Und das fand ich wirklich auch sehr, sehr schön. Darüber hinaus geht es aber nicht nur darum, was Menschen einander verschweigen, sondern auch darum, was sie und wie sie bestimmte Sachen erzählen. Ob sie nun der Wahrheit entsprechen oder bestimmten Vorstellungen, Erwartungen, Wünschen
und so weiter. Und sehr viel mehr sei an dieser Stelle gar nicht darüber gesagt. Kurzum, es ist ein ruhiges, aber wirklich wunderschönes Buch über Menschliches und Zwischenmenschliches. Meine Eindrücke während des Lesens über das nächste Buch hatte ich in dem gleichen Vlog geteilt, deswegen fasse ich mich an dieser Stelle wieder etwas kürzer, und zwar Nous und ich von Delphine de Vigan. Es geht hier um die hochbegabte Außenseiterin Lou, die eines Tages die Obdachlose Nous kennenlernt und sie auch immer mehr ins Herz schließt und ihr deswegen dann auch helfen möchte. Aber so einfach ist das nicht, vor allem nicht für die Obdachlose No, die, so schön es auch wäre, ihr Leben nicht einfach so vollständig ändern kann. Ich hatte es in dem Vlog auch schon erwähnt, mit der Zeit wurde dieses Buch für mich etwas schwächer. Manches wirkte auf mich etwas zu bequem zurechtgelegt, weswegen manches dann für mich auch nicht mehr allzu glaubhaft war. Manches an diesem Buch also fand ich gut, manches konnte mich nicht ganz überzeugen. Ich bin unterm Strich froh, es gelesen zu haben. Ich bereue es nicht, aber ich hätte es wahrscheinlich auch nicht sonderlich bereut, hätte ich dieses Buch nicht gelesen. Ich fand es also so ein Mittelding. Danach habe ich Die Zeit, die es dauert von Hanne Ørstavik beendet. Das Ganze spielt eine Woche vor Weihnachten in Norwegen und es geht um Signe. Sie ist etwa 30 Jahre alt und ist mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter vor kurzem erst aufs Land gezogen. Dann kündigt Signes Familie einen vorweihnachtlichen Besuch an. Signes Freude darüber allerdings hält sich in Grenzen, löst sogar Unbehagen in ihr aus. Und dann erfahren wir auch warum, denn dann gibt es einen Zeitsprung zurück in die Vergangenheit, als Signe 13 Jahre alt war, ebenfalls eine Woche vor Weihnachten. Und dort erfahren wir, dass sie keine glückliche und einfache Kindheit hatte. Insbesondere unter ihrem Vater hatte die Familie sehr zu leiden, denn er hatte ganz genaue Vorstellungen davon, wie jedes einzelne Familienmitglied zu sein hatte, und duldete auch keine größeren Abweichungen. Insbesondere die Mutter konnte irgendwann mit all diesen Erwartungen und Anforderungen nicht mehr umgehen. Sie wollte sich nicht mehr verbiegen und verstellen. Und das führte zu einigen Anspannungen, Streits, aber auch zu noch einigem mehr. Es war also ein sehr belastetes und auch belastendes Familienleben. Und Signe fühlte sich als 13-Jährige in der Verantwortung, diese Eskalation so gut wie möglich einzudämmen. Es geht in diesem Buch also hauptsächlich um die psychischen Leiden eines Kindes innerhalb der Familie und wie sich diese Entwicklung auch noch auf das Erwachsenenalter auswirken kann. Die Autorin hat das Innere der Figur wirklich so glaubhaft, so real dargestellt. Das fand ich äußerst bemerkenswert. Das Einzige, was mir in diesem Roman fehlte, war ein bisschen mehr über die Gegenwart. Also die Kindheit Signes wird hier sehr umfassend dargestellt und es geht in diesem Buch auch fast ausschließlich darum. Dadurch ist die Gegenwart ein bisschen zu kurz gekommen in meinen Augen, zumal es am Anfang eben auch einige Andeutungen über ihren jetzigen psychischen Zustand gibt. Und darüber hätte ich wirklich gerne mehr gelesen, aber da dringt die Autorin leider nicht mehr tiefer ein. Das fand ich etwas schade, aber abgesehen davon ein zwar sehr ruhiges, aber wirklich kein einfaches Buch, das ich denjenigen auf jeden Fall empfehlen kann, die sich für eine Kindheit unter solchen Familienumständen interessieren. Betonung auf Kindheit. Ich fand das wirklich sehr lesenswert, auch wenn ich es etwas schade fand, was ich eben ausgeführt habe, aber abgesehen davon ein sehr gutes Buch. Danach habe ich Gästebuch Gespenstergeschichten von Lian Chapton beendet. Über dieses Buch hatte ich auch in dem vorher bereits erwähnten Vlog gesprochen, ein wenig. Das ist ein Mixed-Media-Buch. Es gibt hier Fotos, Zeichnungen, Abbildungen und sehr wenig Text. Und genau das macht dieses Buch so unheimlich, denn so bleibt fast immer sehr vieles offen, was der Leser sich dann selbst erklären muss. Das heißt, das Gruselige entsteht im Kopf und durch die Fantasie des Lesers selbst. Anders ausgedrückt,
Sie bieten nur eine Vorlage für den Leser, seine eigenen, teilweise auch unbewussten Ängste und Geister darin zu entdecken. Das sollte man also auf jeden Fall mögen, aber man sollte sich auch wirklich Zeit lassen mit diesem Buch. Es ist nichts, was man einfach mal so wegliest. Insbesondere ab der Hälfte habe ich mir dann immer mehr Zeit gelassen nach jeder Geschichte, weil sie einen nachdenken lassen. Es liegt nichts einfach oder selten etwas wirklich einfach so auf der Hand. Man muss schon ein bisschen entdecken wollen, knobeln wollen, rätseln wollen, damit die Geschichten sich auch wirklich entfalten können. Das ist auf jeden Fall etwas völlig Neuartiges für mich gewesen, das mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Natürlich hat mir nicht jede Geschichte genau gleich gut gefallen. Manche fand ich stärker, manche fand ich etwas schwächer, aber das bleibt letztlich natürlich auch nie aus. Gefiel mir sehr gut. Über das nächste Buch hatte ich bereits im Video 7 Bücher für den Winter gesprochen, deswegen fasse ich mich wieder sehr kurz, und zwar Der Schneesturm von Wladimir Sorokin. Es geht hier um Gorin. Er ist Arzt und muss während eines heftigen Schneesturms in ein Dorf, weil dort eine schlimme Epidemie ausgebrochen ist. Doch diese Fahrt wird zu einer ewig langen, fantastischen, rätselhaften, mysteriösen, aber auch märchenhaften Irrfahrt mit ebenso auch einigen Science-Fiction-Elementen. Es ist also kurz gesagt ziemlich verrückt, aber kein Unsinn. Ein äußerst ungewöhnliches Buch mit einer sehr, sehr flexiblen Lesart, das mir sehr gut gefiel und immer besser gefiel, je länger ich darüber nachgedacht habe. Aber wie gesagt, mehr über dieses Buch und auch meine Eindrücke darüber gibt es in dem anderen Video, falls es euch interessiert. In diesem Zuge werde ich auch jetzt an dieser Stelle über 2 Bücher sprechen, die ich ebenfalls in dem Video Bücher für den Winter erwähnt hatte. Zum einen Der dunkle Wächter von Carlos Ruiz Zafón. Es geht hier um einen Spielzeugerfinder namens Lazarus, der auf einem geheimnisvollen, auch etwas unheimlich anmutenden Anwesen lebt, inmitten all seiner Erfindungen, der Spielzeuge und anderen Kuriositäten. Eines Tages aber steigt ein altes, wohlgehütetes Geheimnis herauf, ein gefährliches. Vor allem Lazarus' neue Angestellte und ihre 2 Kinder scheinen bedroht. Ein echter Page-Turner, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann auch noch kurz Lichternacht von Patrick Roth. Es geht hier um Joe. Er erinnert sich kurz vor seiner Trauung an Heiligabend, an den Heiligabend vor 25 Jahren, als er nämlich auf dem Weg zu seiner damaligen Freundin war und sich etwas ereignete. Etwas, was alles veränderte und auch immer noch alles verändert. Sogar die Gedanken und Betrachtung des Lesers auf die gesamte Geschichte. Ein wunderbares Vexierspiel, ein herausforderndes Buch, das zwar super kurz ist, einen aber noch sehr lange beschäftigt, weil man wirklich immer nur Stück für Stück begreift und versteht, was das alles überhaupt bedeutet. Mir persönlich hat das unglaublich viel Spaß gemacht und ich fand vor allen Dingen alles, was dahinter stand, hochinteressant und sehr, sehr spannend. So, darüber hatte ich aber schon sehr viel ausführlicher gesprochen in dem anderen Video, deswegen so viel dazu. Das nächste Buch ist Into the Wild von John Krakauer. Der deutsche Titel lautet In die Wildnis. Das ist kein Roman. John Krakauer berichtet hier nicht ausschließlich, aber hauptsächlich über Christopher McCandless. McCandless hatte Anfang der 90er Jahre all seinen Besitz aufgegeben, auch sein ganzes Geld weggegeben, nur das Nötigste eingepackt und ein Leben als Tramp, also als Wanderer ohne festen Wohnsitz begonnen. Einige Zeit später wurde McCandless' Leiche in der Wildnis in Alaska gefunden. Krakauer hat hier sehr viel recherchiert und versucht herauszufinden, wie und warum ein so junger und intelligenter Mann zu einer solchen Lebenseinstellung kam. Ein Abenteuer in Freiheit und Unabhängigkeit, zumeist auch in der wilden Natur, aber eben auch ein Leben voller
auch lebensbedrohlicher Situationen und Gefahren. McCandless war kein naiver Aussteiger, zumindest nicht nur. Er hatte Überzeugungen und lebte sein Leben nach seinen eigenen Werten und Vorstellungen. Genauso wenig glaubte er, alles zu wissen oder gar besser zu wissen. Ganz im Gegenteil, John Krakauer hat für dieses Buch mit sehr vielen Menschen gesprochen und auch die Vergangenheit und die Familienhintergründe von McCandless beleuchtet. Also wirklich sehr viel recherchiert. Und was ich richtig super fand, war, dass er die ganze Zeit über sehr fair und offen bleibt. Er zieht keine voreiligen Schlüsse oder urteilt schnell. Er versucht einfach wirklich den Charakter und die Lebensweise von McCandless nachzuvollziehen auf möglichst neutralem Boden. Und das bedeutet ebenso sehr, dass er hier auch gar nichts romantisiert. Ganz im Gegenteil, die Risiken und Gefahren werden hier auch permanent vor Augen geführt. Und das fand ich sehr, sehr gut. Übrigens berichtet er hier auch über andere Supertramper und lässt auch seine eigenen Erfahrungen als Tramper mit einfließen. Das fand ich auch ganz interessant. Ein, wie ich finde, wirklich super klasse Buch, das mir auf mehreren Ebenen etwas geben konnte. Gedanklich, geistig, emotional. Liegt aber sicherlich auch daran, dass mich dieses Thema an sich einfach unfassbar interessiert. Ein Buch, das ich wirklich richtig klasse fand, hat mir, wie gesagt, auch sehr, sehr viel geben können. Danach habe ich, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, von Haruki Murakami gelesen. Das sind seine Memoiren, hauptsächlich in Bezug auf das Laufen und das Schreiben. Denn beides hängt für Murakami tatsächlich sehr eng miteinander zusammen. Als er sich nämlich entschied, seinen sehr gut laufenden Jazzclub aufzugeben und sich entgegen aller gut gemeinten Ratschläge vollständig dem Schreiben zu widmen, hat er sich so gut wie gar nicht mehr bewegt. Er saß eigentlich nur noch am Schreibtisch. Das Laufen war für ihn also der perfekte Ausgleich, geistig wie auch körperlich. Er erklärt hier, wie er während des Laufens eine wunderbare Leere in sich empfindet, eine Art Abschalten oder Meditation. Er erklärt aber auch, wie ihm das Laufen dabei hilft, diszipliniert und hartnäckig zu bleiben. Murakami ist einige Marathons gelaufen. Es ist also nicht nur irgendein Hobby für ihn nebenher, sondern auch dort ist er sehr ambitioniert und steckt sich immer wieder neue Ziele. Er berichtet in diesem Buch also über seine Anfänge und seine Entwicklung als Läufer und auch als Schriftsteller. Und dabei fließen hier auch sehr viele Reflexionen und insbesondere auch Selbstreflexionen mit ein, die ich sehr interessant fand. Ich fand, es war ein sehr gutes Gleichgewicht zwischen Kontemplation, Bericht und auch Anekdoten. Kann ich empfehlen. Wahrscheinlich noch interessanter für diejenigen, die selbst laufen oder einen anderen Ausdauersport machen, aber nicht nur, denke ich. Gefiel mir sehr gut. Danach habe ich noch ein englisches Buch gelesen, ein Kinderbuch, und zwar Nancy and Plum von Betty MacDonald. Den deutschen Titel schreibe ich euch unten in die Infobox und die Altersempfehlung ist ab 7 Jahren. Nancy und Plum sind Schwestern, die in sehr jungen Jahren schon ihre Eltern verloren haben und fortan in einem Heim, Kinderheim, leben. Die Kinder dort werden aber alle vernachlässigt und auch sehr schlecht behandelt und deswegen beschließen die Schwestern irgendwann zu flüchten. Und setzen ihren Plan auch tatsächlich um. Die große Frage ist natürlich, wie es mit den 2 Geschwistern weitergehen wird. Es ist eine wirklich süße Kindergeschichte aus den 50ern, glaube ich. Es ist meiner Meinung nach nicht das tollste Kinderbuch, aber auf jeden Fall goldig, wenn einem danach ist. Sehr viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Danach hatte ich Die Vaterklausel von Jonas Hassen-Kemiri gelesen. Das ist ein Buch über Familien. Es spielt in Schweden und es geht um 3 Figuren, die aber alle namenlos sind. Der Vater, der Sohn und die Tochter. Die Kinder sind mittlerweile erwachsen und haben selbst Familien. Der Vater hatte die Familie verlassen, als die 2 noch kleiner waren. Und insbesondere der Sohn hat es nie überwunden und eigentlich ein Leben lang bis zum heutigen Tag um die Liebe und die Anerkennung seines Vaters gekämpft. Der Vater lebt mittlerweile im Ausland und kommt 1 bis 2 Mal im Jahr nach Schweden zu Besuch. Die Vaterklausel ist eine sehr alte Abmachung zwischen Vater und Sohn. Der Sohn kümmert sich
um alle Angelegenheiten seines Vaters, während er im Ausland ist, also die Post, die Finanzen und so weiter. Dafür hatte im Gegenzug der Vater ihm damals seine Mietwohnung überlassen, die der Sohn aber selbst bezahlte und in der er seit Jahren auch schon gar nicht mehr lebt. Nun ist der Vater wieder zu Besuch und der Sohn nimmt sich vor, diese Vaterklausel aufzuheben. Er möchte nicht mehr für die Angelegenheiten seines Vaters verantwortlich sein. Mehr aber als um das Praktische geht es dem Sohn im Grunde darum, sich von dieser Beziehung vom Vater zu lösen. Im Vordergrund steht hier also eine sehr schwierige und komplexe Vater-Sohn-Beziehung. Der Autor beleuchtet darüber hinaus aber noch sehr viel mehr. Wie gesagt, beide Kinder haben ihre eigenen Familien und ihre ganz eigenen Schwierigkeiten. Und außerdem hatte der Vater, bevor er diese Familie verlassen hatte, zuvor auch noch eine andere Familie verlassen. Es geht also um verschiedene Familienbanden und Konstellationen mit ihren ganz individuellen Problemen. Dadurch, dass die Perspektiven hier abwechseln, erhalten wir natürlich bessere Einblicke und dadurch auch ein besseres Verständnis für die Figuren jeweils, obwohl trotzdem, wie ich finde, irgendwie noch eine interessante Distanz zu den Protagonisten bewahrt wurde. Auf jeden Fall kein Buch, das einem vormacht, dass das Leben oder gar das Familienleben einfach oder nur traumhaft ist, sondern wirklich die vielschichtigen Schwierigkeiten und Herausforderungen darlegt. Ein sehr realistisches Buch, das ich sehr, sehr interessant fand und das ich wirklich empfehlen kann, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Das letzte Buch, das ich beendet hatte, wirklich am letzten Tag des Monats, war Agnes Grey von Anne Brontë. Meine Eindrücke über dieses Buch hatte ich bereits im winterlich-weihnachtlichen Blog mitgeteilt, deswegen fasse ich mich wieder sehr kurz und verlinke bei Interesse natürlich auch wieder das Video unten in der Infobox. Agnes Grey ist eine Gouvernante und muss verzogene, freche, reiche Kinder unterrichten und gleichzeitig die Vorgaben und die Erwartungen der Eltern erfüllen, die ihr bei ihrer Arbeit auch eigentlich nur Steine in den Weg legen. Es ist also ein sehr harter Job, aber auch ein sehr einsamer, denn eine Gouvernante passte so gesehen in keine gesellschaftliche Schicht. Zu hoch für die einen, zu niedrig für die anderen. Und deswegen weiß Agnes Grey auch nicht, ob sie überhaupt nur daran denken kann, dass der Hilfspfarrer Weston sie wirklich wahrnimmt. Nicht als die Gouvernante von XY, sondern wirklich als Frau. Es geht in diesem Roman also hauptsächlich um das sehr harte und abgeschiedene Leben einer Gouvernante, aber es geht natürlich auch um die Liebe. Ein guter Roman, wie ich finde. Das Buch gehört allerdings nicht zu meinen Lieblingsklassikern. Und ja, genauer erkläre ich das Ganze dann, wie gesagt, im Vlog, falls es euch interessiert. Und das war's. Das war mein Lesemonat November. Ich freue mich natürlich wieder riesig, wenn ihr mir eure Gedanken und Meinungen unten in den Kommentaren mitteilen möchtet. Gibt es das ein oder andere Buch, das ihr schon gelesen habt oder gerne noch lesen möchtet? Und damit wünsche ich euch, weil es das letzte Video vor Weihnachten sein wird, frohe Festtage, genießt die Zeit, passt auf euch auf, bleibt gesund und macht das Beste daraus. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao!